akzeptieren! Moin Lotto! Herzlich willkommen hier zurück bei einem neuen wunderschönen Video, wo wir uns wieder Streamer angucken, die null Zuschauer haben auf Twitch und wo wir dann mit denen ein bisschen versuchen zu interagieren. Vielen Dank unter dem letzten Part für das ganze positive Feedback. Deshalb hier ein weiterer Teil. Ich hoffe, es kommen Leute, die vielleicht ein bisschen vernünftiger sind als letztes Mal. Nein. Vorher habe ich es aber versprochen im letzten Video. Es wird jetzt in jedem Video einen kleinen Teil geben, einen kleinen Auszug aus dem Buch, damit ihr überhaupt wisst, was eigentlich auf euch zukommt. Mein Handy vibriert. Ich blicke auf die Nachricht in meinem Messenger. Offensichtlich hat jemand die Absicht, mir über meinen Instagram-Account eine Nachricht mit seinen geistreichen Gedanken zukommen zu lassen. Hey du Sackfresse, was willst du eigentlich? Wunder. Wunderschön. So, schnacken wir nicht lange rum. Los geht's. So, und ich hatte euch gefragt in der letzten Folge, welche Kategorien sollte ich vielleicht mal durchgucken? Wo könnten noch ein paar Leute warten, die ein bisschen interessanter sind? Eine Kategorie wurde genannt und ich weiß nicht, was uns da jetzt erwartet. ASMR. Ich bin kein Freund davon. Wir schauen mal. Nein! Leute, es ist offensichtlich noch zu früh, um 17:45 abends. Nicht einer, der auf Deutsch streamt, nicht mal mit irgendwelchen Zuschauern. Okay, hier, Planet Zoo. Null Zuschauer? Die Affen sind los. Kann nur gut werden. Bitte keine Copyright-Musik, bitte keine Copyright-Musik. Geht doch. Okay, ich schreib mal, er lebt, ne? Bitte, eine Reaktion. Jetzt ist der Stream aus. Nein? Lebe! Okay, dann schmeißen wir die mal auf den Markt. Mach mal. Hallo, Kleingang. Yes! Yes! Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank erlebt. Was ist dein Lieblingstier? Bei einem Typen, der gerade sich intensiv in seinem Leben mit Zoos beschäftigt, ist das eine wichtige Frage. Was läutet denn da die ganze Zeit im Hintergrund? Schade, dass ich nicht direkt gleich mehrere verkaufen kann. Hat er das gesehen? Ich hoffe, er hat es gesehen. Was macht er da? Also hier im Zoo aktuell bei uns die Bären. Okay, ich muss mich echt jedes Mal zusammenreißen, nicht wie so ein Retard irgendwelche dummen Fragen zu stellen. Ich muss mal im Vivarium gucken, wie viele Tiere jetzt noch da sind. Und welcher ist dein Lieblingszoo? So, ich bin gespannt, weil dieser Typ offensichtlich großer Zoo-Experte ist. Er ist so ein bisschen zurückhaltender. Keine Ahnung, warum die hier in einer Dings rumhängen. Lieblingszoo in Real Life, oder? Ja, ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich war nicht in so vielen Zoos. Wie? Was? Warum? Der letzte Zoo, in dem ich war, war in Wien. Was mache ich hier eigentlich? Ich sitze hier vor meinem PC cool, also, und ein Typ erzählt mir, wann das letzte Mal im Zoo war. Berliner Zoo. Das war, glaube ich, so... Nee, das war nicht der erste, wo ich war. Dann war ich einmal in Ueckermünde im Zoo und halt in Wien im Zoo. Okay, Zoo Wien. Ist das das? Tiergarten Schönbrunn? 4,7 Sterne bei 26. 20.000 Besuchern. Ich glaube, der Herr hat nicht gelogen. Aber irgendwie, das Zoo-Thema catcht mich nicht so. Pokémon Trading Card Game. Oh, das wird doch wahrscheinlich keiner auf Deutsch. Scheiße. Moment, warte mal, gibt's... So back to back, ja, warum kannst du das nicht auf Deutsch geben? Wenn das jetzt jemand auf Deutsch machen würde. Vor allen Dingen, ich glaube, das könnte ich mir auch wirklich einen ganzen Abend angucken. We've got another mischievous. Yes. Onix. Okay. Riolu. Poliwag. Ich möchte nur die Glitzerne sehen aus diesem Pack. Wartortle. Plus Power, which is still legal and expanded. Judge! Oh, cool. Cool. Reverse Hollow Judge. Cool. Tschüss. Ja, okay, das hat wohl einen Grund, warum ich das nicht gesehen habe. Das Problem ist hier, in diesen unteren Kategorien sind zu wenig Leute mit null Zuschauern. Wir gehen mal wieder auf Just Chatting, weil ich nicht wieder in Fortnite möchte. Wobei, dieser eine flüchtige Gedanke. Ein bisschen Yu-Gi-Oh! Minecraft. Bruder. Was? Sei realistisch, plane ein Wunder. Ja, aber Wiederholung eines Videos. So. Tschüss, alter Mann mit Bart. Du bist mir leider zu gruselig. iPhone-Display-Reparatur-Stream. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ich kann mich erinnern, was der ganze Zeit nicht hatte. Also, hi. iPhone ja, schon repariert. Ja, wohin denn? Das war ein Einladen. Ja, keine Ahnung. Ich mach das schon. Oh, wenn alle Leute durcheinander reden, ne? Nee. Einladen. Sieht das? Sieht das? Er sieht sehr verwirrt aus. Wo ist er denn? Bitte, antworte mir. Invite. Du drückst jetzt Post. OK. Möchte er uns irgendwas mitteilen? Ist es repariert? Namen, der Rücksraum, drückst Accept. Du bist fast tot. Accept. Nee, akzeptieren! So, mal gucken, ob der... Deutsche Reich akzeptieren! Oh mein Gott, Alter. Jetzt ist wieder soweit. Digga, ich wohne an der Grenze. Braunau am Inn. Hitler gebrüht statt armer Nachbarn. Es stimmt mit euch nicht, Alter. Ich hab 2 Kilometer zum Hitlerhaus. Oha. Ich bin mal fix. Was ist denn immer mit den Leuten? Ist das iPhone schon repariert? Ja, das iPhone ist schon lange repariert. Cool. Oh, okay. Ja. Bei dir ist wohl jemand in den Stream reingekommen. Ja, natürlich. Aber das mit dem
Er hat aber gleich AIDS bekommen und ist wieder rausgegangen. Interessant. Was haben die gerade vergessen, dass sie irgendwie live sind? Was macht er gerade? Hat er 3 Streams hintereinander jetzt laufen und alle reden durcheinander? Aber das ist mit dem Hitler hier interessant. Ja, sehr interessant. Für manche Leute mehr, für manche weniger. Wollen wir nicht zur Kiste gehen, wo die alle spawnen? Nein, bist du behindert? Wieso spielen wir eigentlich auf Nachtzimmer? Ich glaube, ich möchte mir das überhaupt nicht weiter antun. Ach, jetzt, DayZ mit AIDS, ja. Wie besser. Hallo! Kann mal. Darf ich jetzt mal reden? Danke. Sorry, dein Kollege ist ein bisschen sehr laut und nervig. Nein, Mann. Position. Die Wahrheit muss gesprochen werden. Sorry, dein Kollege ist ein bisschen sehr laut. Und oder zur Base und da campen, ja. Kein das können wir auch machen. Kein Stress, ich bin gerade... nervig. Schmeiß ihn raus, komm. Mit nervig triffst du es ziemlich gut. Hallo. Oh mein Gott, bitte. Meine Gehirnzellen, sie wollen alle sterben bei deiner Stimme. Ich fühle mich gerade wie in einer Gruppe von Leuten, wo ich absolut nicht dazugehören möchte, aber jetzt irgendwie plötzlich muss. Danke Mama, dass du mich im Kinderparadies abgegeben hast, aber das sollen nicht meine neuen Freunde werden. Wieso spielen wir eigentlich schon wieder auf den deutschesten Server, den es da draußen gab? Ich glaube, es reicht hier. Du hast keine Meinungsberechtigung. Bevor jetzt noch mehr Hitler-Parodien und sowas kommen. Abendbrot, kommt quatschen. So, vielleicht ist das ein netter Typ. Ich starte kurz Montana Blackstream mit einem Zuschauer. Offensichtlich nicht. So, hier. Also dann kann ich mir auch das Video angucken. Dann brauche ich mir ja nicht das Video angucken und einen Typen, der isst in der Ecke. Sorry, Typ, der isst? Nope. Baking Sunday. Oh, okay. Heute mal etwas anderes. Apfelstreusel. Fanta-Kuchen. Leute. Was ist aus dem guten Zitronenkuchen geworden? Schokokuchen. Fanta-Kuchen, ey. Aber es scheint relativ schwarz zu sein. Hat nicht so gut geklappt mit dem Backen. Schade. Der Typ, moin moin, schreibt gerne. Da fühle ich mich doch direkt angesprochen. Ich hoffe, das ist eine Einladung für mehr. Nee, sorry, aber leider ist deine Musik nicht copyright-frei. Was ist denn heute los? Kaum ist man zu der Uhrzeit unterwegs. So, was macht die? Lernen. Ich bin gerade bei asiatischem Webdesign. Was? 5 Zuschauer, Leute. Reagieren denn hier alle nur noch auf Videos irgendwie? Danke, Fans. Okay. Ja, willkommen in der Irrenanstalt. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ich hab ein bisschen Angst. Warte, ihr zwingt mich wirklich in andere Kategorien zu gehen. Das kann doch nicht sein. Wir können hier alle am Rad drehen. These, es ist gar nicht hier auf der Plattform, es sind einfach Menschen. Spielt denn jemand Basketball jetzt? Ich wollte das letzte Mal sehen. Yes! Yes! Nein! Why? Ach Leute, da steht doch live. Ja, schade, dass sonst keiner mit Facecam streamt. Hier aber, 22 Zuschauer, sorry. Ah, Twitch, why you do this? Achso, Slots ist... Okay, Casino. Nee, sorry Leute. Musik und darstellende Künste. Ich würde gerne darstellende Künste sehen. 18 plus, defected beats. Bisschen Musik machen, so, das klingt doch hier. Das ist ein schönes Lied. Kann man sich auch... Oh nein! Ein Zuschauer! Schnell ausmachen! Why? Crolli 252. Herbe Enttäuschung. Also Sonntagabend, ne? Hier funktioniert ja nichts auf dieser Plattform. Talkshow. So, 0 Zuschauer. Und da passt das mit den 16 auch rein? Geil! Also selten hat sich jemand cooler mit einem Greenscreen irgendwo reingegangen. So was ungefähr. Cooles Studio. Aber hör mal, da musst du ja höhere Mathematik anwenden hier, oder wie, oder was? Kann das sein, dass auch noch woanders gestreamt wird? Warum kommen denn da Chat-Nachrichten, die jetzt gerade neu reinkommen, aber nicht meine sind? Ach so, das wusste ich gar nicht. Was schreiben die denn so? Ich krieg's aber gar nicht mit. Blödsinn halt. Also Leute, ich will ja auch hier schon wahrgenommen werden auf dieser Plattform. Wenn ihr sowas sagt, sagt das nicht. Vor allem nicht im Twitch-Chat, weil dann werdet ihr gebannt. Ich glaube, das ist gar nicht live, kann das sein? Es muss passieren. Es muss passieren. Wo ist jemand mit Facecam? Komm, jetzt noch so einen schönen Fortnite-Streamer. Nach 2 Monaten zum ersten Mal Fortnite. Und zum ersten Mal am PC. Rauschen ist weg. Yes. Hallo. Ich erbitte mir Reaktion. Bitte mach was und geh auf meine Nachricht ein. Spiel, jedes Mal, wenn nicht auf die Nachricht eingegangen wird, einen kurzen trinken. Ich glaube, dann würde diese Aufnahme niemand zu Gesicht bekommen. Nö, ist ihm aber auch egal, dass ich da bin. Sorry, Bro. Schenk fest, guck mal. Das ist aber keine Facecam da unten. Nee, ich möchte jemanden sehen,
Nee, jetzt kann der ich gar nicht so machen. Aussieht. Fortnite ist Hassliebe. Bitte keine copyright-geschützte Musik. Hi. So, bitte komm, gib mir was. Füge Gegnern im Sturm. Grüß dich, Klängern. Yes! Yes! Was geht so? Ob ich morgen früher anfange? Wann denn? Ja, ey, Chris, schreib mir einfach auf WhatsApp. Was geht so? Chris, hast du gehört? Melde dich einfach bei ihm. Ey, warte, Sting, ich hol mir kurz mal meine Nuggets. Bis gleich. Was geht bei dir? Das gibt es doch nicht! Jetzt geht er sich Chicken Nuggets holen! Oh, scheiße. Was habe ich denn verbrochen, dass ich so gestraft werde? Und was gibt's so zu essen? Lecker. Oh. Ja, guten Appetit an der Stelle, auch wenn er das sieht. Was gibt's so zu essen? Ich war vorhin mit meinem Duo-Mate. Das bei Meckles. Und da gibt's ja die Coupons. Und davon habe ich noch Nuggets, die ich jetzt esse. Geil. Cool. Ey, und wir beschweren uns die ganze Zeit, dass es im Internet keine guten Inhalte gibt. Hier ist es. Ein Typ, der Fortnite spielt und Chicken Nuggets isst. Dann kannst du immer richtig viel von dem Tipp nehmen, Junge. Soße, ja. Was ist dein Lieblingsdip? Jetzt müssen die wichtigen Fragen des Lebens gestellt werden. Meiner ist übrigens Sour Cream, dafür werde ich oft verurteilt, aber andere Sachen, tut mir leid. Nee, ich weiß, es gibt viele so Sauer-Fanatiker, aber da gehöre ich nicht zu. Blubbert er gerade mit seiner Cola? Mein Lieblingstipp für Nuggets. Süß-sauer. 100 pro. Der Klassiker natürlich, süß-sauer. Ich hab den Ton. Und dann. Ja? Oh. Nicht Barbecue, dieses Scharfe. Dieser Sour Cream Dip. Oh! Junge, das schmeckt auch richtig. Oh, okay. Krank. Ja, Bruder, aber ich sitze jetzt hier nicht abends vor meinem PC und guck mir an, wie jemand Chicken Nuggets isst. Da bin ich ja mehr lost als der. Was kann der? Ist der. Kann der was? Enttäusch mich nicht. Nein. Es ist grausam. So, Kollege. Du bist meine letzte Hoffnung. Das ist bestimmt so einer, der nicht auf den Chat guckt, weil er nämlich zu konzentriert ist und zu viel einfach möchte im Spiel. Sound auch geil bei ihm. Sehr gut. Jetzt kannst du auf den Chat gucken. Komm. Egal. Den davor habe ich schon die Ehre genommen, das reicht mir. Hi, du bist meine letzte Hoffnung und das wäre? Im Leben. Bitte, enttäusch mich nicht. Was für ein Ding im Leben? Er weiß überhaupt nicht, was er macht. Ich hätte das Apfelbier Lust. Was erzählt er sein Kleingeld? Ich er. Marvin, du meinst, hoffe mir wunderbare Unterhaltung. So, jetzt, komm, du siehst es. Du siehst es. Ich erhoffe mir wunderbare Unterhaltung. Ach so meinst du es. Ja. Ja, wunderbare Unterhaltung wird dir höchstwahrscheinlich nicht sein. Aber ein paar Rages, wenn du darauf Bock hast. Das ist ja die schlechteste Eigenwerbung, die ich jemals gesehen habe. Ja. Kannst du schon also, mal einen davon. Achso, apropos Unterhaltung. Vor. Kann ja noch ein bisschen. Nee, warte. Mucke. Nein, bloß nicht! Hintergrund packen. Damit ich weiß, was mich erwartet. Was ist das? Nein, bitte! Mach bitte keine Mucke! Nein! Ist in Ordnung so die Mucke? Nein, bitte keine Mucke! Oder ein bisschen lauter. Kannst du schon mal einen davon vorführen, damit ich weiß. Was mich erwartet. Wirst du dann schon sehen. Ist die Mucke aber so in Ordnung? Nein, ich will keine Mucke. Ich muss jetzt gehen. Ich vertrage leider keine Musik. Muss wieder los. Oh nein, es tut mir ein bisschen leid für ihn. Aber er ist zu konzentriert jetzt wieder. Er kann. Verstehe ich auch, ja? Wenn man gerade am Zocken ist, kann ich voll verstehen, dass er nicht gucken kann. Ich warte. Kein Problem. Vielleicht stirbt er ja, dann rastet er wenigstens mal aus. Irgendwann später. Ich warte, ist okay. Ja, also dass hier kein Entertainment ist, da hat er auf jeden Fall recht gehabt. Ich muss mich kurz... Ach, er muss sich muten, weil seine Mutter kommt. Schade. Ja, Bruder, ich glaube, da muss ich auch mal los. Ey, also Sonntagabend kann man festhalten, geile Zeit auf Twitch. Ja, bisschen schwer, schreibt mir gerne mal euren Favoriten der Folge in die Kommentare. Und wie gesagt, Kategorien, wo ich noch gucken kann. ASMR war ja nüscht. Ansonsten vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und... wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Das war's von mir. Ich werde jetzt nicht streamen, sondern weinen gehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.